Minuten Powertraining Core-Muskulatur. Und zwar immer 30 Sekunden und 30 Sekunden Pause. Das ist ein richtig schöner Burner, dauert nur 11 Minuten, aber zum Schluss, glaube ich, weiß man, was man getan hat, dass man quasi richtig schöne intensive Trainingseinheit absolviert hat für die Core-Muskulatur. Dazu starten wir zunächst einmal mit einer tiefen Hockposition. Wir gehen nach hinten auf die Fußsohlen, drücken das Gesäß nach hinten unten, nehmen den Ellenbogen links und rechts zwischen die Beine und drücken die Knie etwas auseinander. Jetzt halten wir mal die Position, dann greifen wir mit den Händen auf den Boden, so gut es geht, und dann strecken wir die Beine durch und dann rollen wir die Beine wieder und dann strecken wir die Beine wieder durch und rollen die Beine nochmal und ein letztes Mal strecken wir die Beine durch. Beugen die Beine, greifen mit den Händen ein bisschen weiter vor in die Liegestützposition, gehen hinten hoch in den Liegestütz, nehmen das linke Bein nach vorne und machen einen tiefen Ausfallschritt. Schauen dabei in die linke Handfläche und jetzt drehen wir uns nach hinten hoch und machen uns ganz lang und halten 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Lassen langsam los. Wechseln auf die andere Seite, rechtes Bein nach vorne. Schauen in die rechte Handfläche und drehen uns einmal hoch. Machen uns ganz lang, halten 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Langsam loslassen, zurück zur Mitte. Jetzt wandern wir mit den Händen ganz langsam nach hinten nochmal, in Richtung Füße. Machen uns einmal klein, gehen in den Vierfüßler, drücken die Wirbelsäule nach unten durch, machen ein leichtes Hohlkreuz, nach oben rundrücken. Nach unten durch, leichtes Hohlkreuz, nach oben rundrücken. Lass uns die Säße mal kurz nach rechts gleiten, nach links gleiten, nach rechts gleiten und nach links gleiten. Und gut, okay. So, das war's schon und jetzt legen wir los. Erste Übung, und zwar wir machen die sogenannte Schiffchenstellung. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, einfach ja, für jedes Schwierigkeitslevel, dass man ja dementsprechend ein bisschen differenzieren kann. Für die Anfänger, die noch ein bisschen Probleme haben mit der Core-Muskulatur, machen wir die Übung wie folgt. Wir winken die Beine etwas an, drücken die Wirbelsäule ganz fest in den Boden rein, sodass hier keine Hand mehr dazwischen passt, richtig schön fixiert. Und jetzt machen wir nichts anderes, als die Arme hochzuheben und versuchen quasi die Position einfach nur statisch zu halten. Ja. Für diejenigen, die schon ein bisschen mehr Vorspannung haben, die dürfen die Beine vom Boden wegnehmen und hier halten. Und für diejenigen, die eine ganz starke, gute Core-Muskulatur haben, die können einmal die Übung so machen, wie es ein Turner macht. Die Turner mit einer guten Körperspannung schließen die Beine, haben die Arme hinten und schaukeln ganz kontakt. Das ist der sogenannte Scissor Crunch. Scissor von Schere. Und zwar, wir nehmen ein Bein gestreckt nach oben und die leichte Variante, die wir jetzt hier haben, ist angewinkelte Beine. Das ist die leichte Variante. Knie zum Ellenbogen und dann wechseln wir von links nach rechts. Und die schwere Variante, wir versuchen die Beine gestreckt zu halten und greifen mit der Hand diagonal nach oben in Richtung Ferse und wechseln von links nach rechts, von links nach rechts und drücken aber immer schön die Wirbelsäule nach unten auf den Boden. Okay. Übung Nummer 3. Wir gehen in einen Kniestand, stützen uns auf den Händen ab, fixieren den Bauch und wandern nicht nach links und rechts, sondern bleiben kompakt und greifen auf die Schulter. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Und versucht dabei wirklich mal mit eurem Körper in der Mitte zu bleiben und nicht von links nach rechts auszuweichen. Ein Tipp, die Beine ein bisschen breiter, dann wird es ein Tick einfacher. Ja? Und dann haben wir noch die letzte Übung, die ist auch ganz interessant und ganz schön, die Schildkröte. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eins, 30 Sekunden und go! Schiff die Entstehung, stabiler Körper,
fester Bauch, Wirbelsäule fixieren, Becken nach hinten klappen. Wenn es nicht mehr geht, Arme nach vorne nehmen oder die leichte Variante, die ich am Anfang erklärt habe. Und das war die erste Runde. Ganz easy noch, oder? Jetzt zweite Runde, Übung Nummer 1 plus Übung Nummer 2. Schiffchenstellung und die Scissor Crunches. Ohne Pause, 30 Sekunden erste, 30 Sekunden die zweite Übung. Bereit? Durchatmen, Spaß haben dabei. Es zieht gleich richtig durch, es wird immer länger, aber es wird auch wieder kürzer. Fertig, erste Übung, Schiffchen. Let's go! Denke mal daran, Wirbelsäule ist rund, stabiler Bauch. Wenn es zu schwer wird, Beine anwinkeln, Arme anwinkeln, dann machen wir kurze, aber ich versuche es trotzdem noch durchzuhalten. Achtung, fertig und wir starten mit der zweiten Übung. Und Scissor, Scissor. Hier nach unten greifen, Spannung halten. Wirbelsäule fest nach unten drücken. Wenn es nicht mehr geht, die Beine anwinken. Durchziehen die letzten paar Sekunden noch. Und das war's. Okay, das war schon der zweite Satz. Insgesamt haben wir 7 Sätze. So, jetzt machen wir Übung 1, Schiffchen, Nummer 2, Scissor, Nummer 3. Sofort in den Stütz und die Schulter berühren. 1, 2, 3, nacheinander. Okay? Geht schon, wir ziehen es richtig durch. Ich glaube, das funktioniert. So, fertig werden. Auslockern, mit durchschütteln. Ready. 3, 2, 1. Und go. Fixieren. Wirbelsäule hinten lassen. Fest bleiben, ganz fest bleiben. Wenn es nicht mehr geht, ein bisschen auflockern. 3, 2. Und wir wechseln zum Scissor. Auf geht's. Hopp, hopp. Durchziehen, 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 durchziehen. Versucht es. Die Fingerspitzen immer ganz weit auf in Richtung Ferse. Wenn es nimmer geht, mach die kurze Variante. Aber wenn es doch noch geht, bleib bei der langen Variante. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1, umdrehen. In den Stütz fixieren und gewirren. Immer sauber werden. Festbleiben. Stabiler Rumpf auf das Becken, ein bisschen nach hinten kippen. Kompakt, nicht so, so bleiben. Mal probieren, dass man ganz sanft auf den Boden auf. Ganz, ganz sanft. Ganz sanft tippen. 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 Okay. Okay, das war's. Jetzt kommt die längste Runde. Übung 1, Schiffchen. Übung 2, der Scissor. Übung 3, der Stütz. Übung 4, die Schildkröte. Das ist der längste Satz. Und dann wird es immer kürzer. Ja? Mal durchatmen, Spaß haben. Gleich geht's los. Es geht schon, gell? Ihr schafft es. Wir schaffen es. Ready, set. Schiffchenstellung. Hopp. Festbleiben. Anspannen, beißen. Auf geht's, durchziehen. Nicht aufhören. 15 Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, mach die kurzen und halte nur. 3, 2, 1, Scissor. Ja, next.
Nicht bloß die Arme heben, sondern wirklich nach oben drücken. Nach oben, nach oben, nach oben. Hopp. 15 Sekunden. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und drücken. Innenstütz. Fixieren, Becken zurück. Das. Spannung halten. Auf geht's. Zweiten Übung mit den Scissors geht's los. Scissor Crunch, dann den Stütz und dann die Schildkröte. Ja? Und spürt ihr schon ein bisschen was im Bauch? Ich merke es schon. Es ist richtig schön intensiv, aber wie gesagt, es wird immer mehr und zum Schluss wird es weniger. Und aus dem Grund liegt es nur im Kopf. Also durchhalten. Scissors, los geht's. 3, 2, 1, 3 Sets, go. Wirbelsäule fest nach hinten drücken. Hier sind wir fixiert. Kein hohen Kreuzen, nein, nein, festbleiben. Wenn das nicht mehr geht, kurzer Winkel, kurzer Winkel, kurzer Winkel. Wenn es noch geht, dann bleibt ihr dabei. Drei, zwei, eins und hoch. Und auf geht's. Fixieren und langsam greifen. Langsam greifen. Der Körper ist eine ganz kompakte Struktur. Die Wirbelsäule ist ganz fixiert, die Wirbelsäule ist fest. Atmet ruhig weiter dabei. Atmet langsam und kontrolliert. Ganz kontrolliert. 3, 2, 1. 3, 2 und die Schildkröte. Auf geht's. Geschafft! Zwei Runden nur noch. Jetzt geht's los mit dem Stütz und dann die Schildkröte und dann haben wir nur noch die letzte Runde, nur noch einmal Schildkröte und dann haben wir es geschafft. Alles gut soweit. Durchatmen, fertig werden schon mal, ein bisschen auslockern, langsam hochgehen in den Stütz. Bereit werden. Nochmal der Hinweis, schiebt das Becken immer ein bisschen zurück und fixiert es hier dabei. Ready, go! Langsam absetzen. Ganz langsam. Nicht fallen lassen. Auch kein passiver Stütz. Drückt euch aus. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Schildkröte. Komm, durchziehen, nicht aufhören, nicht schlapp werden. Let's go! There you go.
Rest. So, und jetzt nur noch der letzte Satz. Einmal 30 Sekunden Schiffchenstellung. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das. Und wenn ihr merkt, dass ihr euch nicht mehr drehen könnt, dann macht einfach nur ganz normale Crunches, aber zieht diese 30 Sekunden noch durch. Ja? Und ich zeige euch am Anfang mal eine Variante, wenn ihr die Übung vielleicht nochmal machen wollt, wie es im Turnen gemacht wird. Mit langen Beinen wäre es eine Möglichkeit. Nur als Option. Ja? Nur wenn ihr möchtet. Ansonsten bleibt bei der normalen kurzen Körperposition. Aber zieht's durch. Die letzten 10 Sekunden. Fünf Sekunden. Geschafft. Das waren 11 Minuten Power, 11 Minuten Core-Training. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Das ist eine ganz schöne Struktur, so eine Pyramide. Das kann man mit ganz vielen anderen Übungen auch machen. Wichtig, und das ist eben zu sagen, bei allen Intervallbereichen, im HIIT, im hochintensiven Intervallbereich, es sollte immer die gleiche Muskelgruppe sein. Es bringt hier nichts, wenn ihr zum Beispiel mal Beine trainiert, dann Oberkörper, dann Bauch, weil dann habt ihr nicht mehr diese Ermüdungsaufstockung. Und es ist eben ganz entscheidend, dass wir immer so ein bisschen vorermüden und die gleiche Muskelgruppe trainieren. Dann bringt es auch richtig was. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Euer Daniel. Ciao.